Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zompiercer. Ja, was machen wir heute? Heute wollen wir uns dem Schneidertisch widmen. Warum? Ganz einfach. In den Comics habe ich gelesen und an der Stelle natürlich ein ganz großes Dankeschön an die Turbofritte, dass es durchaus Sinn macht, den Schneidertisch zu craften. Wollte ich auch, habe ich nur total aus den Augen verloren, muss ich ehrlich gestehen. Soll uns jetzt natürlich nicht daran hindern, das nachzuholen. Gerade mal ein bisschen den Sound anpassen. So. Ja, soll uns nicht daran hindern, das nachzuholen. Ich muss nur gerade mal gucken, was zum Henker brauchen wir eigentlich dafür. Wir brauchen auf jeden Fall Metall, das und das und das, das haben wir alles. Da bin ich mir fast sicher. Ja, die Turbofritte hat es schon gewusst. Mit dem Schneidertisch ist alles viel, viel besser. Weil man doch durchaus, ich zeig's euch gleich, ein paar Vorteile haben wird. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was man braucht. Einige Vorteile haben wird. Das zeige ich euch aber auch gleich. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, keine Ahnung. Ist mir völlig entfleucht, den Tisch mal zu bauen. Habe ich aber ehrlich gesagt auch nicht ganz so als wichtig erachtet. Sondern ich dachte, jo, Klamotten findet man ja durchaus. Aber, ihr werdet es gleich sehen, das Grammophon hätte ich hinten anstellen können. Nichtsdestotrotz. Jetzt schauen wir mal kurz. Hier, dem Schneidertisch. Wir brauchen noch Stufenholz. So, Stoff. Stoff. Ich glaube, vier reichen. Und dem Holz. Nein. Hier. So, dann nehmen wir auch mal. 6. Oh, Kurzzeitgedächtnis und so. So, Schneidertisch. Zudem werden wir gleich mal was ausprobieren. Das machen wir sogar noch, bevor wir den Schneidertisch setzen. Wir machen es mal dunkel. Wir rüsten mal die Shotgun aus und drücken mal L wie Ludwig. Ja. Keine Ahnung, auch das ist mir völlig durchgegangen. Auch natürlich nochmal hier. Vielen Dank an Turbofritte. Ja, du hast völlig recht. Jede Knarre hat Licht. Gut. Gut, dass wir das jetzt wissen. Das wird uns weiterhelfen. Nichtsdestotrotz war es natürlich auch ohne Licht sehr spannend in den Tunneln. Aber ich glaube, wir können uns das Leben natürlich ein bisschen leichter machen, indem wir natürlich entsprechend uns ein bisschen mit Licht ausstatten. So, wo knallen wir denn den mal hin? Ja, geil, der passt natürlich nirgendwo hin. Verdammt. Nein, ich will doch nicht nochmal den Zug umbauen. Gut, wir brauchen Platz. Wir brauchen Platz. Vielleicht lassen wir da noch Platz für 1, 2. Kommen wir da noch durch? Ja, bestimmt. So, jetzt holen wir schnell noch das Werkzeug. Nein, 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 nein. Wo zum Henker habe ich das Werkzeug hin? Ah ja. Wir schnappen uns mal hier den Hammer. Wahrscheinlich braucht man die Zange, aber wir gucken mal, ob es mit dem Hammer geht. Ja, läuft. Weil ich denke, wir können uns das ein oder andere Kleidungsstück noch machen. So rein für Rüstung. Das hat auf jeden Fall Vorteile. Ne? Da bin ich mir ganz sicher. Nicht nur fast sicher, ganz sicher. Ja, locker. Schaut euch das mal an. Ja. Hätte man früher drauf kommen können? Ein Rucksack. Rucksack haben wir aber schon. Arbeitsschuhe. Abgenutzte Turnschuhe.
dass man weiß, was für einen Unterschied das dem Grunde nach macht. Außer von der benötigten Anzahl an Materialien. Aber ich würde sagen, wir machen uns als erstes mal den Freund der Sonne hier, Helm mit Licht. Ja, Helm haben wir nämlich. Schnappen wir uns gerade noch mal ein Stück Metall hier. Sechs ist gut. Wir haben hier doch noch irgendwo einen Helm rumfahren. Ja, hier. Zack. Das machen wir mal als erstes. Dann bauen wir uns... Jetzt müssen wir mal gucken. Hämmer das oder hämmer das nicht? Für die Schuhe brauchen wir das auch. Mal kurz gucken. Hämmer das überhaupt? Davon haben wir 7. Mal gucken, ob das langt. Was habe ich gesagt, wie viel man braucht? Oh, yes, ist gut. Hier braucht man 2 und hier braucht man nur 1. Aber davon braucht man noch Plastik. Plastik. Haben wir auch. Nehmen wir auch mal 6 Stück mit. Ist hier eigentlich die Tür offen? Warum eigentlich? So, zack. Eine Rüstung. Eine Rüstung machen wir auf jeden Fall. Und Arbeitsschuhe oder Turnschuhe? Turnschuhe sind bequemer als Stiefel. Sagt aber nichts, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Wir schnappen uns aber mal hier die abgenutzten Turnschuhe. Ja, wir sind sowas von ausgerüstet gleich. So, dann schnappen wir das und das. Die Rüstung und die Turnschuhe. Ja, ich würde sagen, wir sind ein neuer Mensch. Eindeutig. Ja, Turbofritte. Danke. Das war sowas von nötig. Warum auch immer ich das nicht auf der Agenda hatte, weiß der Henker. Aber dafür liebt die Community. Das muss man mal ganz klar sagen. So. Schmeißen wir mal den ganzen alten Schrott raus. Was machen wir denn jetzt mit dem alten Helm? Reparieren kann man aber immer noch nicht, oder? Turbofritte kann man reparieren. Schmeißen wir mal hier rein. So. Bissel viel Muni für die Schrotze haben wir dabei. So viel brauchen wir eigentlich gar nicht. Dann legen wir mal 80 Stück ab, würde ich sagen. 40 sollten dicke lang. 145 Schuss. Dann hauen wir uns gleich noch die Töfkens rein hier. Wie spät haben wir es eigentlich? Ja, müssen wir gleich mal gucken. So. 12.22 Uhr schon. Wahnsinn, wie die Zeit hier rennt. Ich meine, schlussendlich spielt es kaum eine Rolle, weil in den dunklen Tunneln sieht man sowieso nichts. Mal kurz gucken. Wir könnten mal eben schnell ein bisschen was zu essen kochen. Hier, Töfkens. Dass wir so 2-3 Portionen vielleicht mitnehmen. Ein bisschen was zu trinken. Gucken, ob wir noch einen guten Basie einstecken vielleicht. Und dann finden wir raus, wofür zum Teufel der Schlüssel ist. Kann ja nicht so schwer sein, das rauszukriegen. So, dann können wir aber die auch da lassen. Zack. Dann schnappen wir uns hier noch Apps. Medis, vielleicht mal so 2. 2 an der Zahl. Gut. Basie. Wir hatten doch ein paar Basies auf Halde. Da nicht. Da auch nicht. Da. Unsere quasi illegal erworbenen Basies. Mehr oder minder illegal.
Ja, hervorragend. Ich bin erzückt, entzückt. Ziemlich sogar. Laden wir gleich mal nach. Hoppala. Und dann, ja, würde ich sagen, machen wir uns auch gleich auf. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ist das jetzt das Licht von der Knarre? Nee, das scheint das Licht vom Helm zu sein. Okay. Wir könnten eigentlich auch den Hammer da lassen. Taschenlampe, so brauchen wir eigentlich gar nicht. Wisst ihr was? Dann nehmen wir noch ein Notfall-Basy mit. So. Ah ja, super. Und los geht's. Ah ja, das Abenteuer läuft. So, wir waren in die Richtung hier unterwegs. Oh, ich muss schlafen, ich Depp. Dammit. Ja, manchmal, wenn man die Anzeigen lesen kann, hat das schon Vorteile. Hat schon echt Vorteile. Gut, dann knacken wir noch eine Runde. Kann man um 13:30 Uhr auch mal machen. Nachdem man hier einen halben Tag als tapfere Schneiderlein gespielt hat. Dann hauen wir uns schnell hin. Und wenn wir fit sind, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Endlich wach. Oh, wir wollten noch mal ganz kurz reinhören. Titel auswählen. Das wollten wir machen. Midnight. Ja, Midnight. Gucken, ob der Titel was kann, oder? Gut. Der Titel kann auch nichts. Ach, schade. Schade, schade, schade. So, wir brauchen noch was zu trinken. Jetzt habe ich natürlich das ganze Wasser rausgepackt. Gut, dass ich nochmal schlafen musste, weil sonst wäre ich jetzt hier völlig wieder planlos durch die Gegend gelaufen. So, zack. Ein Wasser hauen wir uns gleich rein, würde ich sagen. Das Plastik schmeißen wir raus. Plastik hier. So, los geht's. Zap, zap, gar nicht lange rummachen hier. Ja, ich bin sehr gespannt, was uns noch erwartet jetzt da unten im Tunnel. Jetzt mit sehr viel mehr Licht wird das ja total easy going hier. Easy, easy. Machen wir uns den schnell rein. Weh, das wird ja zu einfach. Turbofritte. Wehe. Nein, Quatsch. Alles gut. Super Tipp. Vielen Dank nochmal. Und vergeben können wir gerade nicht. Alles gut. Haben wir alles schon gemacht. Immer noch zu. Immer noch alles leer hier. Ja, cool. Mit dem Helmlicht ist echt mega. Mega. Dann sehen auch die Zuschauer endlich was. Yay. Wahnsinn. So. Nein, Quatsch. Ich muss sagen, auch wenn wir den Schneidertisch nicht im Blick hatten, ich fand es in den Tunneln mit der eingeschränkten Sichtbarkeit echt total geil, muss ich sagen. Es hat schon Spaß gemacht. Und ja, eine gewisse Action war auch am Start. Das Hindernis, kein Licht zu haben, hat durchaus auch seinen Reiz. Aber so ist es natürlich ein Stück einfacher. So, die Küche hatten wir schon ausgeräumt. Den Vorratsraum hinten dran auch. Hier war alles leer. Leer. Oh, da steht ja noch Mittel.
Ein Mädle, wo kommt denn das her? Das macht jetzt dank meines neuen Helmlichtes Bekanntschaft mit der Schrotze. Sorry, aber das musste echt sein. Das war so klar, oder? Gut. Schauen wir uns hier noch schnell um. Leer, 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 leer. Wir waren sehr sorgfältig hier. Wunderbar. Das heißt, wir werden wahrscheinlich... Oha. Da ist ja richtig was los. Hallo. Okay. Der ist ja völlig teilnahmslos, oder? Hey. Ja. Der Große macht wenigstens noch mit bei dem Spiel. Ist nur die Frage, wer ist schneller? Ach komm, lass doch mal den festen Schritt vorbei, Freund der Sonne. Wir müssen hier lang. Komm, mein Kollege. Tja, damit hast du nicht gerechnet, dass ich Licht mitbringe, gell? Tja. Der schläft nur. Ach, der schläft wirklich nur. Mit dem ist alles in Ordnung. Als... Ah, wir waren hier schon mal und das war voll ätzend, weil wir nichts gesehen haben. Ja. So ändern sich die Zeiten. Komm, Freund der Sonne. Du hast ein Schild, ich habe ein Helmlicht. Ja, ich weiß, das ist doof. Aber hey, sorry. Du hast ein Schild, das ist auch nicht nett. Muss ich sagen. Das ist... Ciao. Nicht nett. Wer weiß, wofür man das noch braucht. Gruselig ist es hier unten draußen. Kann mir jemand erzählen, was er will? Die Küche dahinter hatte mir schon. Ach, jetzt habe ich den Schraubenschlüssel wieder vergessen. Ich habe nämlich auch gesehen, man kann die Tonnen abbauen. Ich sag mal, bei den Unmengen an Materialien, die man so findet, ist natürlich die Frage, brauche ich das tatsächlich, aber ich hätte es gern mal ausprobiert, sagen wir es mal so. Sorry. Ja, nein, tut mir gar nicht leid, aber... Ach, schön mit dem Helmlicht. Ach, das Leben kann so schön sein. Auch in der Apokalypse.
So. Mal wieder ein bisschen Zeug hier einsacken, nachdem ich jetzt so viel gecraftet habe. So, also hier ist, soweit ich das erkennen kann, eigentlich nichts mehr groß. Jetzt sind wir mal gespannt, was uns hier erwartet. Ja, spuck den ruhig an, der braucht das. Mädler, wie geht's? Was für eine Frechheit ist das? Ich bin schwul. Rutschen. Dankeschön. Sind die heute alle? Wohl alle. Sag mal, wie viel gibt's denn hier von euch? Eine Versammlung abgehalten. Im Dunkeln? Keiner von euch hat ein spickes Hämlich wie ich. Ja, so ist das. Im Dunkeln. Ah ja. Okay, okay. So Gott will. Bisschen. Ah, da winkt er noch. Winke, winke. So, weiter geht's. Da hinten ist noch so eine Liebe, so eine ganz süße Schnuggelige. Oh. Na, das war so klar. Hey, hör auf, ich wurde angespuckt. Ja, sorry. Selber schuld. Ich habe deiner Kollegin schon gesagt, Anspucke ist einfach nicht. Schon gar nicht jetzt in Pandemiezeiten. Ehrlich. Ah, die habe ich es auch gesagt. Und der guten Dame da hinten werde ich es auch nochmal sagen. Verdammt, ich hätte mehr Boxenmunition mitnehmen sollen. Jetzt wissen wir, wo leckt zwei von denen. Hallo? Man kann es auch übertreiben, gell? Also, man kann es echt übertreiben. Wisst ihr eigentlich, dass man es echt übertreiben kann? Ja, du bist anständig, gell? Ja. Bin ich in Ordnung. So, haben wir das? Ganz schön was los hier. Dann müsst ihr jetzt aber auch eine ordentliche... So klar, die ist aber auch treffsicher, mal ohne Witz. Das hält ihr aus. Das ist ja... Hallo? Bildende Kunst oder was? Ja.
Kunst muss man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen. So, jetzt hoffe ich natürlich, der Loot ist dementsprechend gut. Ah, hier ist schon mal nichts mehr. Fangen wir mal hier hinten an. Ja, geil. Wow, Holz. Geil, wie voll sind wir eigentlich gerade? Ah, wir haben noch ein bisschen Platz. Ja, noch ein Holz. Noch ein Holz. Ein bisschen Metall. Hä, wo kamen denn die jetzt daher? Die spawnen doch heimlich irgendwo. Oder die vermehren sich heimlich. Ist auch nicht in Ordnung. So nicht. Ich bin heute ein bisschen garst, gell? So. Da ist nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Oh, geil, Metall. Geil, Metall. Wo ist die Muni? Wo haben sie die Muni versteckt? Auf eine Handgranate hätte ich auch mal wieder Lust. Verdammt ich nochmal. Hätte ich mal eine Handgranate mitgenommen. Hier habe ich, glaube ich, schon alles oder auch nicht. Aber jetzt... Was? Hier gibt es nicht mal so eine Haupt-Loot-Box. Was? Was? Wie finde ich denn das? Also, es nimmt langsam hier Ausmaße an. Ich konnte meinen Loot-Monk noch nicht befriedigen heute. Hey. Lass das. Du auch. Ich glaube, ich habe sie aber noch erwischt. Dann würde ich sagen, touché. Touché. Ach komm. Ah, der tut's schon immer. Jo. So. Hungerhammer. Durststammer. Durst. Und nochmal Durst. Ach komm, auch nochmal Yam-Yam. Wir sind ja heute gar nicht so. Und Tabletten. Ja, volle Dröhnung. Regale, Regale, Regale. Wo ist mein Loot? Wo hast du mein Loot gesehen? Auch nicht. Schade. Hey, Kumpel. Hast du mein Loot gesehen? Der muss hier irgendwo rumliegen. Und du siehst so aus, als könntest du drauf aufpassen. Ne? Hm. Du, hallo? Haben Sie mein Loot gesehen? Autschen? Au. Sag mal, können Sie da mal mit aufhören? Ich habe eine ganz höfliche Frage gestellt. Ich habe eine Frechheit par excellence hier. Autsch. Au. Heute muss ich ein bisschen mit der Energie aufpassen hier. Ja, das ist der Nachteil. Wenn man viel sieht, rennt man auch viel schneller. Haben wir es dann jetzt, ja? Danke. Ah, wir schmeißen mal den Basie weg. Zack. Und zack. Ja, wir kommen um einiges schneller voran heute. Ja, woran liegt das wohl? Ich glaube, das liegt an den gekochten Kartoffeln. Ich habe die diesmal nämlich nicht mit Wasser gekocht, sondern mit Energy Drink. Das macht sich sofort bemerkbar. Hui. Super, wir stopfen unseren Rucksack voll mit Zeug.
wo ich dankbar bin, dass wir es finden, nicht? Hallo? Hallo? Hä? Sind wir jetzt gerade hier wieder zurückgelaufen? Hier waren wir doch gerade. Oder geht das einmal im Kreis? Mal kurz gucken. Das geht im Kreis herum, glaube ich. Nee, das geht nicht im Kreis herum. As far as I remember, the whole damn place is a maze. It'll be worth preparing before going in there. Ja. Oh. Ich frag jetzt nicht, warum die Tür von alleine auf und zu geht. Kurz gucken, ob wir hier noch was entdecken. Damn, at the end of these halls was an armory. Oh. Waffenkammer? Was? Ich habe noch nichts Gutes gelootet heute. Was? Waffenkammer? Hallo? Waffenkammer inside? Hallo? Stimmt sogar. Wo ist meine Waffenkammer? Schalalala. Schalalala. Ja. Für den lohnt sich ja gar nicht. Ohne das Böse zu meinen, aber... Was soll das denn? War das jetzt dein Ernst, oder? Also, nein, 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 nein. Das lassen wir... Lassen wir mal schön. Nein. Auch du. Wo ist die Waffenkammer? Komm, verrat's mir. Und ich verschone dich. Okay, ich verschone dich trotzdem nicht, aber... Verraten hätte es mir ruhig gerne. Auch das war wieder klar. Okay. Da hat sie noch gelacht. Und gebracht hat sie ja gar nichts. Hör auf zu spucken. Oh, da kommen noch zwei von denen, hübsche. Oh, Dead Inside stimmt. Ist eine ganze Menge am Start. Komm, nervt mich doch nicht. So. Lässt du das bleiben? Lässt du das... Ja, selber schuld. Ich hab dir gesagt, hör auf, jetzt bist du aufs Gesicht gefallen. Ich sag's euch, mit den Toten ist es nicht so einfach. Ja, ich hätte die explosiven Tonnen benutzen können, aber ich muss leider sagen, so macht's mehr Spaß. Zap, zarap. Hoppla. Da war der Kopf weg. Gut, wir haben da hinten ja noch ein paar. Hallo? Hat hier jemand eine Fasslieferung bestellt? Hallo? Sie da? Haben Sie ein Fass bestellt? Ja, Sie haben doch bestimmt ein Fass bestellt. Ich hab's gewusst. Ja, Leute. Oh, Jesus Gott, die sieht ja übel aus.
von der muss ich echt einen Screenshot machen. Die sieht ja richtig übel aus. Wie der Lebkuchenmann. Nur fies. Jesus Gott. Du Ärmst. Also mit dem Gesicht hättest du keinen Freund gekriegt, gell? Ist nicht mal bös gemeint, ist einfach nur objektiv. Alter, Alter. Dass ich mir sowas anschauen muss, ist ja bös krass. Tschüss. So. Ich hab auch nur noch 14 Leben. Alter, dann hauen wir uns hier mal ein Tabletten rein, hey. Muss man echt aufpassen. Ja, 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 ja. So. Mal gucken, da ist doch noch so ein etwas stämmiger im Eck. Gucken, ob wir den weggesprengt bekommen. Fände ich ja eigentlich ziemlich cool. Gucken, ob wir ihm das Fass da unterjubeln können. Jo, können wir. Gut, ja, schön. Das nehme ich auch zum Anlass, um die Folge einfach zu beenden. Aber ich muss sagen, wie gesagt, dank dem Tipp, heute echt human gelaufen. Gestorben aufgrund Übermütigkeit, gar keine Frage, aber nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. Ciao.